Es war heute wieder mal das bekannte Muster. Vorbörslich steigen die US-Futures im Handel, im Kassahandel, sieht es dann weniger gut aus. Und wir sehen, dass die verschiedenen Indizes in den USA stark divergieren. Und das hat einen Grund, der scheinbar jetzt immer dominanter wird, der gestern schon der Fall war, aber jetzt wohl immer dominanter wird. Und das ist die Steuer, die Sache mit der Steuer. Oder wie der Amerikaner auch gerne sagt, it's the Steuer, stupid. Ne? Der Amerikaner hat ja gerne solche Sprichwörter. Jedenfalls sehen wir, dass in den USA jetzt heute der letzte Tag ist, an dem man Verlustpositionen, die man mit Aktien erzielt hat oder erlitten hat, muss man spätestens bis heute verkaufen, um sie steuerlich geltend machen zu können. Nehmen wir mal an, man hatte zum Beispiel schon seit ein, zwei Jahren die Aktie eines Kreuzfahrtbetreibers wie Carnival. Da ist man sehr, sehr wahrscheinlich nach wie vor ziemlich dick im Verlust, weil eben diese Corona-Verlierer sehr stark verloren haben, auch wenn es seit der Impfstoffhoffnung Anfang November dann deutlich wieder nach oben ging, aber eben nicht deutlich genug, um die doch deutlichen Verluste ein bisschen auszugleichen. Jedenfalls ist heute der letzte Tag, an dem man das geltend machen kann. Das heißt, wenn ich eine Carnival zum Beispiel im Depot hatte, habe 3000 Dollar Verlust mit dieser Aktie, dann kann ich das gegenrechnen mit den Gewinnpositionen. Und die Aktien, die im Gewinn sind in diesem Jahr, sind ja nicht gerade spärlich gesät. Aber es gibt eben auch die Corona-Verlierer, die nach wie vor nicht ihre alten Kursstände von vor der Corona-Zeit erreicht haben. Das könnte ein Punkt sein, warum wir heute und auch gestern schon bestimmte Entwicklungen an der Wall Street gesehen haben. Zum Beispiel, was hier MarketWatch aufgefallen ist. Ja, S&P und Nasdaq, die sind gut drauf, die haben neue Rekorde erzielt, aber die IPOs sind nicht gut gelaufen gestern. Ich hatte das heute im Videosblick schon thematisiert und der Russell 2000 lief gestern schon nicht so gut und läuft heute noch schlechter. Deutlich im Minus bislang zumindest. Und auch bei IPOs ist es ja so, da sind viele wahrscheinlich auf den Zug aufgesprungen. Es gab ja hier DoorDash, Airbnb. Die Aktien sind nach oben gegangen, gleich am Emissionstag. Da haben viele wahrscheinlich zu sehr hohen Kursen gekauft. Und diese Kurse haben sie nicht wiedergesehen. Möglicherweise wollen sie deswegen jetzt noch schnell diese Verluste zumindest geltend machen können. Auch beim Russell 2000, ein Nebenwerteindex aus den USA. Da sind viele Corona-Verlierer drin, die dann ja massiv gestiegen sind seit dem 9. November, seit der Meldung von Pfizer-BioNTech. Und wenn wir uns das mal anschauen, Russell zu Nasdaq, dann sehen wir 9. November, booms, ging es in Relation zum Nasdaq mit dem Russell deutlich nach oben. Aber jetzt haben wir das fast schon wieder alles verloren, was seit dem 9. November passiert ist. Denn die Tech-Werte, die laufen weiter sehr robust. Gestern ja vor allem die FANG-Aktien sehr stark. Jetzt ist es eben so, dass die Russell 2000-Aktien, darunter viele Corona-Verlierer, eben nicht mehr so gut laufen. Kommen wir nur zu den Politikern. Meine Damen und Herren, kommen wir also zu diesem Helikoptergeld. 600 Dollar oder 2000 Dollar. Jetzt hier ein Artikel von Axios. Die sagen, naja, da sind einige Republikaner unter Druck gekommen, denn wenn sie jetzt gegen diesen 2000-Dollar-Scheck stimmen, dann stimmen sie gegen Donald Trump und das zeigt natürlich nicht gerade eine Einheit innerhalb der Republikanischen Partei, die ja noch einiges zu verlieren hat am 5. Januar, diese Senatsstichwahlen zwischen Demokraten und Republikanern. Wenn da die Republikaner einen Sitz halten können, dann würde das schon reichen. Aber wenn sie beide verlieren, dann hätten die Demokraten auch im Senat faktisch die Mehrheit. Dadurch, dass Kamala Harris dann das Zünglein an der Waage wäre. Was wird also passieren? Das ist die große Frage. Wir sehen schon deutliche Einbrüche bei den Personal Incomes, bei den Verdiensten, bei den Einkommen der Amerikaner. Hier sehen wir, dass das doch deutlich nach unten gegangen ist. Aber wir haben jetzt zum Beispiel ja die Abstimmung im US-Abgeordnetenhaus schon gesehen. Jetzt muss der Senat noch abstimmen, wenn er überhaupt abstimmt, denn Mitch McConnell, der Führer der Republikaner im Senat, muss das überhaupt erstmal zur Abstimmung zulassen. Jedenfalls im Abgeordnetenhaus wurde darüber abgestimmt und 130 Republikaner haben dagegen gestimmt, haben also gegen diese Anhebung von 600 auf 2000 Dollar gestimmt, haben mithin also gegen Trump gestimmt. Nur 44 haben dafür gestimmt und jetzt, wenn diese ganze Geschichte in den Senat kommt, was wahrscheinlich sowieso jetzt nicht mehr vor dem Wochenende passiert, also frühestens dann Anfang Januar passiert, so wie die Dinge stehen, sind übrigens im US-Senat einige Menschen gar nicht anwesend, weil sie zum Beispiel Corona haben, auch und gerade von den Demokraten. Nehmen wir mal an, die Demokraten würden alle geschlossen dafür stimmen, für diese Anhebung auf 2000 Dollar, das war im Abgeordnetenhaus faktisch der Fall, praktisch alle da zugestimmt, dann müssten mindestens 12 Republikaner auch zustimmen, damit die erforderliche
Stimmenzahl von 60 zustande kommt. Das wird also eine ziemlich tricky Geschichte werden und ist natürlich für Mitch McConnell, für die Republikanische Partei, jetzt so kurz vor den Wahlen in Georgia ein echtes Thema. Und was da im Abgeordnetenhaus passiert ist und was vor allem auch mit dem Verteidigungshaushalt passiert ist, da war ja das Veto eingelegte von Donald Trump. Das wurde mit Hilfe der Republikaner überstimmt und Sid Donald, not amused, weak and tired Republican leadership, also schwaches und müde Führerschaft der Republikaner, respektive die schwachen und müden Führer der Republikaner, gemeint ist damit kein anderer als Mitch McConnell, und die Seinen haben erlaubt, dass hier diese Defense Bill, also dieser Verteidigungshaushalt, gebilligt wurde. Also man sieht, es knarrt im Gebälk. Und wir haben noch ein paar andere Geschichten hier, zum Beispiel Tesla, Elon Musk. Und wir sehen hier, Wells Fargo hat jetzt prognostiziert, siehe da, 2021 dürfte nicht das Jahr für Tesla werden. Mal sehen, ob sie recht haben, denn sie sagen, das erinnert alles irgendwie an AOL. AOL 1999, damals hat auch eine Game-Changing Technology gehabt, also eine Technologie, die ein Game-Changer war, die etwas komplett verändert hat, so wie Tesla auch, und hatte eine unglaubliche Performance, die Aktie, und dann kam sie Ende des Jahres in den S&P 500 und dann war es vorbei mit lustig. Mal sehen, ob das bei Tesla auch passiert. Finde ich aber interessant, dass Wells Fargo diesen Vergleich zieht. Insgesamt sehen wir, dass jetzt gerade die Long-Positionierung in gehebelten ETFs extrem ist auf einem neuen Allzeithoch. Also es sind nicht nur Optionen, es sind eben auch gehebelte ETFs, die derzeit gerne genutzt werden, um All-In auf der Long-Seite zu sein. Auch bei Kommentaren auf meine Videos oder bei Finanzmarktwelt immer wieder, ja, das ist noch Free Lunch. Da kann nichts schief gehen, und es ist diese Mentalität, die geht lange gut, geht gut, geht gut, die Leute bekommen recht, ja, es geht nicht schief, die Aktienmärkte steigen und plötzlich macht es Bums und dann passiert etwas, womit keiner rechnet und alle müssen zur Tür. Wann ist dieser Zeitpunkt? Keine Ahnung, aber es ist ziemlich wahrscheinlich, dass er kommen wird angesichts der technischen Überspanntheit der Märkte. Ein Punkt könnte sein, dass die Amerikaner ein bisschen in Rückstand sind. Es gibt ja auch viel Kritik hier an diesen ganzen Impfgeschichten, Impfzentren, dass das alles zu langsam geht, zu wenig Impfstoff hier in Deutschland. Aber auch in den USA sehen wir, sind erst knapp über 2 Millionen Leute geimpft worden. Und der Plan war eigentlich, 20 Millionen Amerikaner schon bis Ende Dezember zu impfen. Jetzt haben wir nur noch morgen und übermorgen Zeit, heute, morgen und übermorgen. Also da wird man keinesfalls diese 20 Millionen Geimpften erreichen, maximal 5 vielleicht, aber eben nur ein Viertel dessen. Das heißt, diese ganze Geschichte verzögert sich weiter. Möglicherweise wird es dann eben länger dauern, bis da eine, relevante Durchimpfung vielleicht passiert ist. Und wir sehen Erstaunliches auch in der Kursentwicklung von Moderna, diesem Impfstoffhersteller, der ja seinen Impfstoff sehr teuer verkauft, wie der Vertriebschef von Moderna gesagt hat, das ist halt ein Premium-Impfstoff. Ja, also so Premium ist der, dass der, also ne, wenn du einen impfst, hast du gleich 10 andere mental auch geimpft wahrscheinlich. Ne, das ist Moderna. Jedenfalls sehen wir, dass der Kurs doch deutlich gefallen ist, 40% von seinem Hoch. Und jetzt das erste Mal die 50-Tage-Linie touchiert hat. Also hier erstaunlich, die Euphorie in diesem Sektor scheint ein bisschen nachzulassen. Was haben wir noch? Oh, wir haben Ripple heute, das massiv unter Druck kommt, 35% verloren, nachdem die SEC, die Börsenaufsicht in den USA, ein bisschen Stress gemacht hat. Jetzt hat Coinbase, eine Plattform, auf der viele Kryptos gehandelt werden, gesagt, wir werden den Kryptohandel, werden den Handel mit Ripple bald einstellen, und es machte Bums mit Ripple. Und wir wollen wir vielleicht noch einen kurzen Blick auf Bitcoin werfen, da keine große Veränderung, kürzlich ja das Allzeithoch, aber es ist, wie David Rosenberg meint, wenn man Bitcoin als Blase bezeichnet, ja, dann ist es sofort, dass die ganzen Bitcoin-Jünger einen sofort anspringen. Das ist so, wie David Rosenberg sagt, als hättest du gesagt, dein Kind ist hässlich, dann sind Eltern meistens auch jetzt nicht besonders erfreut über diese Aussage. Aber Bitcoin ist wirklich interessant, weil es die erste digitale Religion ist, wenn man so will, mit dem Heilsversprechen, pass auf, wir haben doch Fiat-Geld, unbegrenzt vermehrbar. Und es wird ja geradezu stark vermehrt derzeit, gar keine Frage. Aber ich verspreche dir, dass das, was ich produziere, begrenzt ist. Es gibt ja nur eine bestimmte Anzahl von Bitcoins. Und das zweite Interessante ist, dass hier praktisch dieser menschliche Arbeitsbegriff jetzt auf die Computer übertragen wird. Die Computer müssen also Arbeit leisten, um Bitcoin zu erzeugen, zu minen, zu schürfen. Also
Das ist natürlich eine super Geschichte. Ich habe jetzt auch schon überlegt, ob ich vielleicht den Fugmann-Taler rausbringe und sage, Leute, davon gibt es nur 100.000, ja, 100.000 Fugmann-Taler. Und das alleine reicht ja schon, um den Fugmann-Taler dann total aufzuwerten, weil es gibt ja potenziell unbegrenzte Dollars und Euros. Ne? Also bitte, meine Damen und Herren, kaufen Sie den Fugmann-Taler. Ne, und dann können Sie mit dem zahlen und dann werden institutionelle Anbieter, ich bin schon mit PayPal im Gespräch, gell, mit allen bin ich im Gespräch, ja, die sagen, Fugmann-Taler ist ein super Name, ja, kann sich jeder merken, ne, der ist wirklich gut geeignet. Also das ist hier ein kleiner Ausflug, jetzt wieder zurück zu dem, was übergeordnet vielleicht der Fall ist in Sachen Inflation, ist ja auch dieses Thema hier, unendliche Geldvermehrung, Fiat-Währungen, jetzt ist für mich das eigentlich entscheidende Thema, sind die Digitalwährungen der Notenbanken. Würde Bitcoin zu erfolgreich, würde das also immer größer, dann würden wahrscheinlich die Notenbanken irgendwann sagen, nö, ist nicht mehr, wir wollen, dass die Plattformen gecancelt werden, dass praktisch hier, soweit es eben geht, die Geschichten unterbunden werden. Also Bitcoin könnte im Prinzip, wenn es weiter erfolgreich ist, dann das Opfer seines eigenen Erfolges werden. Aber hier sehen wir mal die Geldvermehrung anhand von Daten der Bank of England. Und hier sehen wir, dass die Geldbasis, also praktisch die Geldmenge, wenn man so will, jetzt ja massiv gestiegen ist. Und der Chart dazu ist die Entwicklung der Inflation. Wir sehen ja meistens, wenn die Geldmenge deutlich steigt, dann steigt eben auch die Inflation, aber nicht immer. Wir haben auch Phasen gehabt, wo die Geldmenge deutlich gestiegen ist, aber eben die Inflation nicht gestiegen ist. Wir werden sehen, wie es diesmal ausgeht. Also, das war ein kurzer Abriss. It's the Steuer stupid, gell, wie der Amerikaner sagt. Und ich wünsche jetzt erstmal das Allerbeste, verweise morgen auf das Marktgeflüster, ci vediamo dopo ragazzi, wir sehen uns morgen vielleicht, wenn Sie nochmal wollen, zum Marktgeflüster morgen Abend. Ich wünsche ansonsten schon mal einen wunderbaren Rutsch in das Jahr 2021, möge es ein paar positivere Überraschungen bereithalten, was die Realwirtschaft betrifft in Sachen Börse, braucht sich ja keiner zu beschweren. Also Ihnen das Allerbeste, Servus und Ciao.